Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonder-Special-Ausgabe unseres Nerdy Talk. Wir sprechen heute über Captain Marvel. Wir waren nämlich alle im Film, im Kino und mit dabei ist wieder die Nadine. Hallo. Und der Tony. Hallo und Flo ist auch dabei. Danke, ja, genau. Wir werden, für alle, die jetzt schon zittern, Schweiß gebadet sind, wir werden die ersten paar Minuten spoilerfrei sein, sage ich mal, ne? Also wir werden möglichst nicht spoilern vom Film. Spoilerfrei. Ja, wir schauen schon, dass wir spoilerfrei sind. Und dann irgendwann wird so eine Vuvuzela ertönen. Ein Uwe Seeler. Eine besonders nervige. Genau, und dann wird es gespoilert, was das Zeug hält. Ah. Ja. Geil. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Ja. Nadine, wie hat es dir gefallen? Super. Ich hatte übrigens Nacho mit Käsesoße. Ich auch. Extra bestellt. Ah. Ja, nein, mir hat es sehr gut gefallen. Also ich hatte ja keine Erwartungen, weil ich Captain Marvel überhaupt nicht kannte, noch nie eigentlich was von ihr gehört habe. Und dachte, ja, ich habe mich auch nicht vorbereitet, habe mich mal überraschen lassen. Und ich fand, ich wurde sehr gut unterhalten. Schöne Effekte, schöne Action, witzige Sachen, war cool. Toni, wie war es bei dir? Ich wollte dich ja jetzt eigentlich den Vortritt lassen. Nee, mach okay, du mal. Du, okay. Bist noch, du bist frisch raus, du warst ja gerade erst drin. Ne? Ich komme eigentlich gerade aus dem Kino. Ich bin eigentlich noch im Kino. Nee, noch im Film. Also ich bin ein bisschen hin und her gerissen noch, weil der Film bietet viel für das ganze Universum, finde ich. Also der erweitert das Ganze durch dem, dass es in einer anderen Zeit spielt. Aber es bringt einem halt auch nicht weiter irgendwie in dem, wo man jetzt bei, man befindet sich ja jetzt zeitlich am Ende von Infinity War und da bringt er einen einfach nicht weiter. Und ja, es war halt ein guter Film, aber mehr auch irgendwie nicht. Ja, weil du jetzt sagst, er bringt eigentlich weiter. Ich glaube auch nicht, dass der Film dafür gemacht wurde, dass er uns weiter in Infinity War bringen sollte. Das ist eher eine Art Prequel halt, oder? Ja, vor allem, wie Toni schon sagt, also ich sag jetzt mal, mir hat er gefallen. Ich fand also auch, wie Nadine schon gesagt hat und Toni auch, war eine coole Unterhaltung, war schönes Popcorn-Kino auf jeden Fall. Ein schöner schönes Nacho-Kino. Ja, absolut. Nacho-Gang. Die Nacho-Gang war unterwegs. Es ist tatsächlich, was machst du da? Kabel weglegen. Ach so, weil du verdrehst hier, egal. Nacho Gang war ich, genau. Übrigens, die Nachos mit der Käsesoße waren verdammt gut, aber auch ein bisschen salzig, ne? Also meine waren sie perfekt. Waren, also gestern, ich fand sie gestern sehr salzig irgendwie. Der 1,8 Liter Cola Light Becher war auch gleich weg, ne? Ja, First World Problems. Weggeschnullt. Und der Sitz war viel zu eng. Oh, ätzend. Also wir waren ja, ich weiß nicht, wer in Nürnberg ist, okay, ist Cine, werden die wenigsten kennen, Cinecittà in Nürnberg hat Deluxe-Säle. Deluxe müsst ihr euch so vorstellen, das sind separate Sitze, die wie so ein Couch-Massagesessel-Größe haben. So und jeder hat zwei Armlehnen und dazwischen dann nochmal ganz viel Platz. Und einen Tisch. Jeder hat seinen eigenen Tisch, wo das Essen draufkommt und die Getränke halt. Zum Reinklappen. Und man kann das Ganze nach hinten fahren und dann liegt man mit den Füßen nach wie geil oben. Ist das? Genau, die Füße fahren hoch, der Rücken fährt nach hinten. So mega geil. Genial. Also das ist so. Ja, allerdings hatten wir da keinen Platz mehr bekommen rechtzeitig und deswegen mussten wir ins schäbige Kino 1. Also schäbig ist jetzt mal Anführungsstrichen gesetzt. Ja. Aber haben da wenigstens noch so den Love Seat genommen halt, weil die Einzelsitze ja noch ätzender sind. Und ich will jetzt nicht damit sagen, dass wir unheimlich fett sind oder so, ne? Und nicht in die Sitze passen, aber ey, ohne Scheiß, wenn du mal diese Deluxe-Sitze gewohnt bist, wenn dein Körper in diesen tollen Sessel gleitet, ne, dann möchtest du nie wieder in so einem normalen, ranzigen Stuhl sitzen halt. Nee, weil dann kommt er dir wahnsinnig eng vor. Alter, es ist so krass. Übel. Cinecittà, danke für die Abhängigkeit. Und natürlich kostet das Deluxe natürlich um einiges mehr halt auch, ne? Aber es zahlt man gerne. Ja, na egal. Captain Marvel, ja, ist ein schöner Single-Hero-Movie, finde ich. Also, hat mir Spaß gemacht. Vom Aufbau her fand ich ihn auch gut. Was ich richtig gut fand, ich glaube, das ist auch kein Spoiler, wenn man das sagt, war, also er spielt ja im Jahr 95, das wissen wir ja, das weiß man auch aus dem Internet meistens schon. Trailer, genau. Und ich fand die ganze Darstellung und was sie halt alles so hingestellt haben, fand ich sehr cool. Weil da kann ich nicht drauf eingehen. Also keine Details jetzt noch nicht, erst später. Ja, das ging mir genauso. Fand ich auch sehr, sehr, sehr gut. Also man hat auf jeden Fall gemerkt, in was für einer Zeit es spielt. Das war echt sehr gut getroffen. Ja,
Effekte waren mega, fand ich. Boah, die fand ich echt gut. Grandios. Also da hatte ich, ja, fand ich wirklich gut. Vor allem bei Samuel L. Jackson fand ich die Effekte sehr geil. Darf man das jetzt schon sagen? Nee. Ja, wieso? Den hat man ja im Trailer auch schon gesehen. Genau. Ja, da will ich später nochmal drauf eingehen. Wir fahren jetzt mal mit angezogener Handbremse gerade. Also ich fand Brie Larson hammermäßig. Die hat es wirklich gut gemacht. Echt großartig. Ja. Also ich fand, die war, also ich fand das echt klasse, wie die das gemacht hat. Gut. Ich hätte nicht gedacht, dass die das Ganze so gut rüberbringt und so stark ist, aber doch, ja, top. Ich kannte, ehrlich gesagt, Brie Larson vorher gar nicht irgendwo. Ja, eben. Wo hat die denn schon mal mitgespielt? Ja, ich müsste jetzt googeln. Die hat sogar schon einen Oscar. Die hat einen Oscar? Für was denn? Wir hatten es vorhin auf dem Weg zum Kino und mein Kollege meinte, dass die schon einen Oscar hat, sogar Hauptdarstellerrolle. So, nachdem wir hier vorm Rechner sitzen. Genau, schauen wir mal. Wir machen da jetzt auch keinen Hehl drum. 89 ist die geboren, alles klar. Terras, Fernsehserie Terras Weiten, Filmdrama Raum. Okay. Academy. Also mir war die schon bekannt. Ein Golden Globe hat sie. Aus dem Abenteuerfilm Kong Skull Island. Ah, Kong Skull Island. Das stimmt, sagt mir da jetzt hat noch sie eher auch was halt. Wir gucken jetzt gerade mal die Schauspielerin. Schimmel, Fernsehfilm. Schimmel. 21 Jump Street, die Serie von 2012 hat sie mitgespielt. Oh, okay, krass. Naja, sie hat auf jeden Fall einiges, also die hat Dating Queen, glaube ich, das kennt vielleicht auch der eine oder andere noch. Community ist eine Serie. Da hat die auch mitgespielt. Whatever. Ja, anscheinend. Schloss aus Glas, keine Ahnung. Unicorn Store, sagt mir alles nichts. Nichts dabei, was ich kenne. Nee, also wie gesagt, ich kannte sie überhaupt gar nicht. Und ich fand sie aber gut. Ich fand das gut besetzt. Also hat mir Spaß gemacht. Die hat sehr gut da reingepasst, ja. Die hat das ganz gut gespielt, ja, fand ich schon. Großen und Ganzen, Story fand ich auch gut. Also ich kam mir nicht gehetzt vor oder sonstiges. Man muss jetzt immer so ein bisschen kritisch mäßig, so fachexpertenmäßig sprechen halt, ne? Die CGI-Effekte waren alle durchweg genial. nee, jetzt mal Spaß beiseite. Also ich fand mich gut unterhalten. Ja. Ich bin auch jetzt keiner, der auf irgendeinen Bullshit achtet. Ist mal wurscht halt. Nee. Ich bin rein, hatte eine gute Unterhaltung. Ja. Der Film hat mir gefallen. Ja. Fertig. Es waren ein paar sehr so richtig cheesy Momente dabei, aber die hat man halt immer in Superheldenfilmen. Ja, das stimmt. Ja, schon, das muss irgendwie rein, glaube ich, oder? Ja. Dass man merkt, das ist ein Superheldenfilm. Ja. So ein cheesy Moment einfach. Ach, ich fand es auch schön, so diese Freundschaftsgeschichte, die mit eingebunden wurde, fand ich gut. Das war toll erzählt. Ja. Ja, und dieses ganze, wie sagt man da, du musst deine Vergangenheit kennen, damit du in der Zukunft leben kannst. Diese Philosophie, weißt du, die da mit eingebaut wurde, diese Vergangenheitsbewältigung. Das war für mich ein bisschen so ein kleiner Kritikpunkt. Mir war es ein bisschen viel Vergangenheitsbewältigung halt. Ich glaube, ich weiß nicht, das war so ein bisschen vielleicht ist es auch absichtlich so gewesen, dass man, also mir kam es so vor, als wäre es so ein bisschen mit angezogener Handbremse gewesen, weißt du, so, sie hat ja nie so die Power rauslassen können und machen können, wie sie wollte, weil sie immer wieder gehemmt war durch diese Vergangenheit, die sich so durchgezogen hat durch den ganzen Film. Ja. Ja, aber das war ja der Witz daran. Das, eigentlich. Ja, ja. Ist es nicht immer so, dass der Held oder der Superheld am Anfang irgendwie erst mal durch was durch muss, bis er dann seinen Durchbruch hat und seine wahre Kraft findet und dann der cheesy Moment kommt und dann klar ist, er ist jetzt der Superhelden-Moment. Genau, der Superhelden-Moment. Ja, stimmt schon. Ich bin jetzt gerade überlegen, in welchem Film das noch Aquaman. Ist. Aquaman. Oh, da war ja auch dieser krasse Cheesy-Moment, als er mit dem Dreizack aus dem Wasserfall rauskam und dann schon die goldene Rüstung anhatte und so. Und man dann so Close-Up auf die Augen ein. Da, 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 da. Jetzt ist klar, da ist er jetzt Aquaman. Er ist jetzt Aquaman. Genau, in seiner vollen Pracht. Und er hat es auch endlich selber akzeptiert, weil vorher wollte er es ja auch nicht. Ja, stimmt, sein. Genau. Ja. Ja, war stimmt auch sehr schon. Cheesy, aber. Ja, naja, stimmt. Es war Chase Aquaman, Momoa, egal. Aquaman hatte auch so Aquaman hatte auch so ein paar cheesy Momente, stimmt, ja. Aber nichtsdestotrotz, Toni, wie fandest du die Story und so, den ganzen Ablauf? Ja, fand ich gut. Wie gesagt, also ich fand die Story jetzt nicht irgendwie großartig. Ich hatte aber von der Story was ganz anderes erwartet, weil ich ja, ich weiß gar nicht,
ich habe einen Trailer zur Hälfte mal gesehen oder so, weil er irgendwie als YouTube-Werbung kam. Und da hatte ich, aber das, da möchte ich dann im Spoiler-Talk drauf eingehen. Ja. Würde ich jetzt auch sagen, ja. Ja, wir machen jetzt mal eine Spoilerwarnung. Moment, wir haben jetzt auch schon wieder 10 Minuten rum. Kommen WTF. Wir top. Wenn wir schon wieder abgeschwiffen sind. Ist schon krass halt, ja. Ja, im Großen und Ganzen als Fazit ohne Spoiler würde ich sagen, der Film ist kein Muss. Black Panther war auch kein Muss. Also du musst ihn nicht unbedingt sehen, damit du jetzt zum Beispiel dann Endgame sehen kannst oder sowas. Ne? Denke also ich auch nicht. Nee. Da verpasst du eigentlich nichts. Aber genauso wie Black Panther finde ich ihn halt gut. Ey, ich mag einfach diese Marvel Cinema Universe Filme. Das finde ich einfach gut. Vor allem, was man auch sagen kann, das ist auch kein Spoiler. Tribute an Stan Lee fand ich genial. Oh, hey. Ja, neben mir hat einer geklatscht. Wollte ich jetzt gerade noch was dann bei Spoiler-Talk genau. sagen. Und würde ich sagen, okay, dann alle, die jetzt nicht gespoilert. Eins möchte ich noch kurz anmerken. Ich würde Captain Marvel nicht anschauen, wenn ich vorher keinen Film von Marvel gesehen habe. Also ich denke, das sollte man vielleicht dazu sagen. Genau. Weil der funktioniert sonst echt nicht. Macht keinen Sinn, Das macht keinen Sinn, das überhaupt nicht. Ja. Okay. Gut, dann würde ich sagen, dann kommt jetzt irgendein geiles Geräusch, das hört ihr jetzt. Und damit geht's jetzt an die Spoilers. Also Toni. Cheesy Geräusch. Toni, fang an mit deinen Spoilers. Am besten war die Katze. Entschuldigung, den Flurken. Der Flurken, oh Alter, mein Gott. Alter, dieser Moment war einfach so gut. Jeder hat das gefeiert. Und ich habe im Internet dann sofort, als wir heimkamen, danach gegoogelt. Flurken schreibt man übrigens mit E. Ja, Flurken. Und ich habe dann rausgefunden, dass es halt, also, dass nicht alle Katzen Flurken sind oder so, sondern es ist einfach eine Alienrasse, die genauso aussieht wie Katzen und der Unterschied sind halt einfach nur die Tentakel im Rachen und dass die halt eine Taschendimension im Magen haben quasi. Ja. Und im Comic heißt der wohl Chewie und das Goose haben sie gemacht wegen Top Gun, das dachte ich mir das aber schon, dachte ich dass mir das auch. Eine Anspielung an Top Gun ist. Und im Comic heißt er Chewie wie Chewbacca und da ist es irgendwie so, dass erst auf der Reise, also als Captain Marvel dann irgendwie durch die Galaxie reist, sie auf hier den Waschbär von Guardians, wie heißt er? Rocket trifft und der sagt ihr dann zum ersten Mal, dass das ein Flurken ist und will den eigentlich killen und warnt sie irgendwie davor, dass sie aufpassen sollen, dass der Eier legt und sie so, ah ja, was? Und dann legt er halt irgendwie 117 Eier und dann hat sie nachher alles voll mit Flurken-Babys. Oh shit, sau gut. Wie gut halt. Und wie geil war das halt einfach, wie Samuel Jackson oder halt wie, wie Fury halt auf die Katze abgeht. Was ist denn mit ihm los? Ich weiß nicht, ob das ein Lockmittel von den Flurken ist oder sowas. Ich weiß nicht, ob das in dem Comic mal erklärt wird oder sowas, aber ich glaube, die haben sowas, dass die ja auch Sachen anlocken können und sowas. Okay, weil er ja voll abgeht so wie ein kleines Kind. Ja, halt. Oh, schöner Oma, was ist denn? Wo ist denn die kleine Katze? Ja, du bist ja ein Schöner. So genial. So gut, ey. Und ich hätte nie gedacht, dass sein kaputtes Auge halt von einer Katze kommt. Ja, das hätte ich ja nicht gedacht. Dieser Moment Alter. Einfach so, geil. So ja, wie die Katze Moment. Ausholt und ich denke mir nur so, ach komm. Und ich habe halt gestern dann schon so Memes gesehen, irgendwie Film-Sidekicks, die dem Hauptcharakter die Show gestohlen haben. Und dann war halt der Gegner von Black Panther und daneben halt der Flurken und so. Oder wahrscheinlich könnte man auch noch Groot daneben stellen. Das ist so eine Sache, die ich dem Film ein bisschen, also nicht negativ, aber den ich den Film so ein bisschen anlassen möchte, ist schon, dass Brie Larson als Captain Marvel also auf jeden Fall auf derselben Stufe stand wie Goose und Samuel L. Jackson. Weil ich muss schon sagen, Goose hat allen die Show gestohlen, finde ich. Total. Und Samuel L. Jackson hat auch verdammt gut gespielt. Eigentlich war es nicht nur ein Prequel zu Captain Marvel, sondern auch zu Fury, kann man sagen. Eigentlich war es auch das Prequel von Fury, weil man jetzt auch was über seinen Hintergrund erfahren hat. Eigentlich war es eine Fury-Origin-Story. Mit Captain Marvel. Ja, die sind halt an der
eindeutig verknüpft, die zwei. Ja, absolut. Beide ja, das fand ich, das fand ich auch richtig gut. Aber weil wir jetzt gerade an dem Punkt sind, was ich mich die ganze Zeit in dem Film gefragt hat, warum hast du noch nie von Captain Marvel was gehört? Wenn die Verbindung doch so da ist zu S.H.I.E.L.D., das ja. fand ich echt schlimm. Ich habe auch gesagt, wo war die denn jetzt die ganze Zeit? Sie war halt auf ihrer Skrull-Mission. Ja, die... Seit 12 Jahren. Das ist ja, naja, man muss sagen, also ich habe mir heute noch so ein Spoiler-Video angesehen bei den Amis und sowas und die haben auch gesagt, es wurde nichts erklärt, aber wahrscheinlich wird es in Endgame erklärt, wo sie jetzt die ganze Zeit über waren, was sie gemacht hat. Das muss man halt jetzt mal abwarten. Ich finde die Verknüpfung zu S.H.I.E.L.D. gar nicht so stark, weil ich meine, gut, sie haben den Pager getauscht und sie hat gesagt, ruf mich, wenn es ganz schlimm ist. deswegen könnte man auch gerne fragen, bei Avengers 1 zum Beispiel, wie die Alien-Invasion war, durch dieses Portal über New York, warum hat er sie da nicht gerufen? Ja, weißt du? Ja, weil er die Avengers hatte. Ja, er hatte den Hulk. Wenn man es jetzt mal so sieht, wenn man es jetzt mal von außen sieht, ist sie einfach zu imbar, weil sie hätte, Scheiß. Da hätte man ja die ganzen anderen eigentlich gar nicht mehr gebraucht. Ja, das wären halt sehr langweilige Filme gewesen wahrscheinlich. Ja. Unfassbar stark sehr einfach jetzt zum Schluss rüberkam. Das war wahnsinnig krass. Ja. Absolut. Vor allem, wie diese Abfangjäger auf sie geschossen haben und sie diese Schüsse absorbiert hat halt einfach. Ne? Und ich dachte mir so, okay, alles klar. Weiß Bescheid, Das ist halt das Geile an Captain Marvel einfach. Und das ist auch im Comic auch rausgenommen, dass die Energie absorbiert halt, ne? Also, dass sie auch, da gibt es auch irgendwie so eine Szene, wo jemand mit einem ganz krassen Energiestrahl halt auf sie schießt und sie so in die Knie zwingt und sie das dann einfach absorbiert und dann wieder zurückgibt halt, ne? Also, das war ja bei Civil War 2 war es doch auch, wo sie gegen Iron Man kämpft. Da habe ich jetzt nicht gelesen halt. Oh, Entschuldigung. Habe ich nicht gelesen. Ich weiß nur, dass bei Civil War 2 waren sie halt Gegner, ne? Weil sie irgendwie für die eine Seite stand und... Aber nur im Comic, oder? Ja, ja. Okay. Und Iron Man auf der anderen Seite irgendwie. Ja, das ist halt meistens immer so. Aber zurück zum Film. Was ich noch ansprechen wollte jetzt mit Samuel L. Jackson, dieses Verjüngungs-CGI, ich feiere das so hart halt. Ja. Das ist jetzt anscheinend der neueste Trend. Ja, also, weil früher hätte man halt einfach einen jüngeren Schauspieler genommen, der ihm irgendwie ähnlich sieht. Mhm. Und jetzt verjüngt man ihn mit CGI. Und das hat angefangen eigentlich bei Rogue One, als man Leia und auch den Tarkin halt komplett CGI gemacht hat. Und das waren schon so die Anfänge. Und ganz krass fand ich es auch jetzt bei Aquaman, da war ja Nicole Kidman verjüngt, obwohl die wahrscheinlich wirklich so jung aussieht. Ja, und der Ding auch hier. Aber der Mann halt, der Vater von Aquaman. Auch, der war auch und, verjüngt. Und Willem Dafoe, ja. Die waren halt auch per CGI verjüngt und so. Und ich finde es so geil, weil du das gar nicht siehst. Also beim Coulson... Beim Coulson war es auch, also auch der nicht, war auch... Der Coulson war auch verjüngt, halt. Das hat man aber gesehen. Man sieht das überhaupt gar nicht. Also wenn sonst was CGI sieht, dann sieht man es ja immer so ein bisschen. Ja. Und wenn es nur so 0,1% ist, man kann es erkennen. Ja. Aber da erkennst du halt nichts, gar nichts. Ich finde es so krass. Die Qualität der CGI in dem ganzen Film war überragend. Also es war... Also ich hatte einen Moment, wo ich das erste Mal gemerkt habe, okay, das war jetzt vor einem Greenscreen, ansonsten war alles absolut wie echt halt, wo du nicht gemerkt hast, dass CGI ist. Ja, gut. Wo sie mit dem Orbit rumgeflogen ist, hat man schon ein bisschen gesehen. Ja, genau, das war dieser Moment. Ja. Aber sonst... oder wo halt der Flurkin da an die Kisten gedrückt wird halt, ne? Da, ja, ich meine, das ist halt einfach klar. Ja. Das weiß man aber vom Kopf her schon, dass es CGI ist, ne? Ja, und so bewegt sich halt eine Katze nicht. Also genau. Es war ein bisschen unnatürlich. Ist ja auch keine Katze, ist ja ein Flurkin. Ja, es ist ein Flurkin, So mega, ey. Oh Mann, hey, wie geil. Ja. Aber ich muss sagen, dass mir der Talos von Anfang an irgendwie sympathisch war. Wahrscheinlich lag es an der Stimme. Das lag, glaube ich, an der Stimme, ja. Das kann schon sein. Der hat auch gut gespielt. Wer hat den gespielt? Google mal. Ich glaube, das war der Schauspieler, den du dann auch mal kurz gesehen hast, wie er die Gestalt von diesem Ding-Chef angenommen hat. Ich glaube, das war sogar sein echter Schauspieler. Das ist der Schauspieler, ja. Von welchem Chef? Vom S.H.I.E.L.D.-Chef. Fury sein Chef da gewesen ist. Ach so, echt? Und das ist der Ben Mendelsohn. Ah, okay. Und der Ben Mendelsohn hat auch in Star Wars mitgespielt. Und zwar hat der in Rogue One den Ding gespielt, wie hieß er denn? Den Bösen. Diesen imperialen... Ich bin gerade überlegen, Moment, ich google es gerade. Mal, wo ist er denn? Okay. Rogue One, A Star Wars Story.
Oh Gott, meine Stimme. Und da hat er gespielt, wo ist er denn? Ben Mendelsohn, ach genau, Orson Krennic hieß er. Orson Krennic. Sagt mir jetzt gar nichts, was hat er gemacht? Orson Krennic war der Director, der Direktor der, der Station halt. Okay. Dieses Baus, dieses Todessterns. Mhm. Ja, der genau. Orson Krennic. Der Direktor der Waffenforschung war imperiales Militär. Der hat aber, muss ich sagen, auch eine Fresse, also ein Gesicht. Für einen Bösewichten, finde ich. Also der hat wirklich perfekte Imperialtypen. Ich sag nur Willem Dafoe halt. Ne? Ja. Den hat man in der ganzen Zeit in Aquaman nicht abnehmen können, irgendwie, dass er ein Guter ist. Ne? Ja, absolut. Also es war irgendwie ganz, das war sehr strange, war das. Ja, aber zurück zu Captain Marvel. Ja. CGI hatten wir besprochen, ich fand's auch gut. Wie gesagt, die schauspielerischen... Ich fand's gut, dass sie... Weil, durch das, das ist jetzt das, was ich vorhin angeschnitten habe, mit dem halben Trailer, den ich gesehen habe, man dachte am Anfang, es geht um eine Skrull-Invasion auf der Erde, weil da wusste ich auch, dass es dazu ein Comic-Event gibt, aber das hat der Film gut gemacht, dass es eigentlich dann doch um die Kree's geht. Und ich fand's gut, weil am Anfang dachte ich so, okay, wollen die jetzt die Kree's als gutes Volk darstellen? Und ich weiß ja eigentlich, dass die Kree ein ziemliches Arschlochvolk sind, weil die sind halt einfach Krieger, die halt gewissenslos, ich meine, man kannte ja Ronan, der ist ja auch wieder dabei gewesen. Und ja, und ich fand es da gut, dass sie dann doch wieder das blöde Volk waren. Da hat er nur noch kein Make-up dran. Kein schwarzes Augen-Make-up. Genau. Ja. Aber man erkennt ihn an seinem Hammer. Seinen großen Hammer. Ja. Ich fand halt die Verknüpfungen cool, halt, dass man auch, wenn man Guardians of the Galaxy gesehen hat, hat man ja die zwei Charaktere wiedererkannt, die Kree waren. Also auch wie hieß denn der wieder? Fällt mir der Name gerade nicht. Ich habe von dem noch nie einen Namen gehört. Okay, aber den sieht man ja da auch nochmal und den Ronan halt und da weiß man schon genau so, irgendwie seltsam, ne? Das ist schon komisch. Ja, aber, irgendwas stickt hier. Ich fand die, also diesen Punkt im Film, wo dann die Wahrheit ans Licht gekommen ist, fand ich schon gut halt. Das war gut gespielt, fand ich. Also, dass sie halt wirklich tatsächlich hier gegen ihren Willen halt verschleppt wurde, kann man ja so sagen, ne? Weil sie halt diese Energie des Tesserakts, mit dem das Schiff betrieben wurde, halt absorbiert hat. Und sie dann als Waffe. Und das war ja der Grund, der Sinn und Zweck dann von den Kree, dass sie gesehen haben, dass sie eine Waffe ist halt. Ja, ne? Dass sie als Person eine Waffe ist und sie deswegen haben wollen. Ja. Genau. Und nichts anderes halt. Aber ne? Dann frage ich mich, warum sie so eingeschränkt haben. Ja, wahrscheinlich hatten sie einfach Angst, also diese künstliche Intelligenz halt, die Kree da beherrscht, hat wahrscheinlich gesagt, okay, wir müssen sie erst komplett auf unserer Seite haben, ne? Da darf nichts mehr da sein, was irgendwie sie in Frage stellen könnte, dass sie dann unsere Waffe ist halt, ne? Aber das haben sie halt nicht geschafft. Das fand ich auch cool, diese Endgame-Szene gegen diese KI da, wo sie das war richtig gut. Das war auch geil gemacht, ey. Ja. Und dann wurde sie zum Super Saiyajin. Ja. So ungefähr, ja. Ja, das war schon sehr geil. Ja, dann hat sie abgehaust halt, ne? Also so krass halt das einfach. Das war mega. So großartig einfach. Sag mal, gibt es eigentlich irgendwie einen Hinweis, wer das kleine Mädchen später mal wird? Ich habe eine Vermutung. Ich hatte direkt die ganze Zeit eine Vermutung. Wer denn? Miss Marvel. Meinst du? Ja, man hat die ganze Zeit gedacht... also es freut mich, dass es euch auch so ging, dass ihr das Gefühl hattet, mit der passiert noch was. Ja, und das ging mir auch so. Und gerade weil es eben in der Vergangenheit ist. Also meine Vermutung geht, und ich habe auch schon gehört, dass da ein Film in Planung ist. Ich denke, die wird Miss Marvel, weil ich mich soweit erinnern kann, dass in die Comics ist Miss Marvel schwarz oder indisch, ich weiß es nicht, irgendwie ich dachte, so. Sie ist eine Afghanin halt. Oder Afghanin, ja. Ja, sie ist eine Afghanin, weil sie da irgendwas mit dem Glauben mit drin hatten und sowas, weil die so Kopftuch und so ein bisschen getragen hat und so. Und also deswegen bin ich jetzt nicht direkt auf sie gekommen, weil Miss Marvel für mich halt eben eine Afghanin ist. Aber gut, das ist ja, spielt ja jetzt das im Cinema-Universum mit sich wirklich zur Sache. Ja, so oder so ist es eine Minderheit, ne? Könnte ich mir aber auch gut vorstellen. Dann für die nächsten Phasen der Filme halt, klar. Ja, klar, der Charakter ist etabliert jetzt. Ja, richtig, ja. Ja, der wurde so etabliert, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass mit der nichts passiert. Ne? Also ist so krass, dass sie auch immer, also wie sie dann an dem Haus waren und sowas, war sie immer da halt und hat immer auch viele Sprechpagen. Pagen. Viel Screentime, ja. Ja, die hat viel Screentime gehabt, das stimmt schon, ja. Little Miss, nee, Lieutenant Troublemaker, nee, wie haben sie genannt? Lieutenant Trouble, ja.
Troublemaker oder Trouble? Nee, Trouble. Lieutenant Trouble. Trouble, ne? Ja, ja, Lieutenant Trouble, glaube ich. Ja, ja, ja. Für Captain Trouble. Nee, Lieutenant. Lieutenant sehr Trouble. Gut. Ja, so das, gut. Ja, da könnte vielleicht noch was rumkommen. Ja. Ach, und ich fand auch den Moment schön, wo sie die Farben für den Anzug ausgesucht hat. Ja. Und da dachte ich mir so, boah, dieser Neon-Tron-Style-Anzug. Ja. Ich wette mit denen, dass den irgendjemand cosplayt. Ja, das 100 muss gemacht werden. Das unbedingt, das geil. Muss. So geil. Das sah so dein Ernst? Aus. Ja, dein Ernst, das sah so, so genial gut. aus. Ja, wie sie lacht. Und was ich auch einen ganz arg schönen Moment fand, wo sie im Bus ist und nach dem Grünen? Skrull. Skrull sucht. Skrulls. Und dann der Cameo von Stan Lee. Ja. Und wie schön sie ihn anlächelt. Das ist so oh, süß. Oh, das war so gut. Das war so, so schön. Das war so traurig eigentlich. Ja. Ja. Das aber, haben sie bestimmt nachgedreht. Ja, ja. Ich weiß nicht, wann er genau gedreht wurde, aber ich glaube, da hat er noch gelebt. Aber es sah nach CGI aus bei Stanley. Also, echt, findest ja. du? Ja, ich wusste schon. Nicht, dass das war so, das ging so, ja. ging so schnell. Also ich dachte, ja. das war der letzte Original Stan Lee Cameo. Ja, es ja, stand auch noch dran, Executive Producer und ja, so. Ja, stand noch dran. Ich ja. weiß nicht, aber auf jeden Fall war das so schön, der Gesichtsausdruck von ihr, ja. ein bisschen eingelächelt. Ja, das war so der Gesichtsausdruck so. Du hast mich erschaffen. Ja. ja. Hat sie schön gespielt. Das ist so ein dankbarer nee. Blick. Ah, ja. toll. Das war toll. Echt, das war cool. Das war ein sehr, sehr bewegender Moment. Ich find sowieso, dass Brie Larson auch viel, viel über Mimik gemacht hat. Ja. Ja, die hat so sehr Gesicht, gut gespielt. Gesichtsausdrücke. Also wirklich ja, deswegen fand ich es eben schade, dass der Film ihr nicht die Bühne geboten hat, die sie ja. eigentlich verdient hätte. Also die hätte noch viel mehr rausholen können. Mhm. Hat sie aber nicht gekonnt, weil sie eben durch eine Katze und durch Samuel L. Jackson nicht an die Wand gespielt, aber zumindest auf demselben Level gespielt ja. hat. Es war nicht, man kann eigentlich sagen, es war nicht ganz ihr eigener Film. Also ja. es war nicht komplett Captain Marvel. Es war so ja. zwei Drittel Captain Marvel, ein Drittel Fury, würde ich ja. jetzt mal sagen. Das, ja. das ist das, was ich eben auch meine halt. Ja, also ja. es ist ein cooler Film. Da gibt es gar nichts halt. Ich finde ihn super coolen Superheldenfilm, hat total Spaß gemacht. Und finde ich auch gut, hat sie total gut etabliert jetzt ins mhm. Universum. Aber der Fury hat schon, wie du schon sagst, so seine Origin-Story da so ja, ein bisschen gut. erzählen aber können. Aber ne? dadurch, dass sie so eng verknüpft sind, kann ja. man es auch nicht anders machen halt. Richtig, ne? Weil ja. du kannst ja dann keine Fury-Story ohne Captain Marvel machen. Richtig, und das stimmt schon, halt ja. auch nicht. Ja. Halt aber ich finde, es war wichtig. Ja. Ich finde, es ja. war wichtig, dass ja. Fury auch mal seinen Moment gekriegt hat. Ja, das mhm. stimmt. Ja, der hat ja trotz alledem, dass er in vielen Filmen immer dabei ist, nie viel Screentime gehabt, ne? Und wenn, dann war es eigentlich immer so belangloses so Zeug, wo er irgendwelche Befehle erteilt hat oder Befehle bekommen hat von irgendwelchen Leuten, ne? Ja, ja. nie so richtig Tiefgang. Nee, das, genau, der war Tiefgang halt immer war nicht im Hintergrund. Da. Aber was mir auch Tiefgang in dem Film gegeben hat, das muss ich sagen, war, wie sie da in diesen Videoladen reingekracht ist. Hast du diese ganzen alten Filme gesehen, diese ganzen VHS-Kassetten, so hier der erste Ritter und Dirty Top. Dancing und so ein Scheiß? Oh Gott, so geil. So mega gut halt. Ja. Aber ich habe auch gesagt, so, boah, Videotheken und so. Ja. Aber hey, so lange ist das noch gar nicht her, dass das Videotheken 95 halt. Also ich kann mich erinnern, wo ich so 2009 oder so, wo ich in einer kleinen Wohnung in Nürnberg gewohnt habe, da war ich auch noch ab und zu in der Videothek und habe mir einen Blu-ray geholt. Das richtig große Sterben hat, glaube ich, erst angefangen. Toni, was sagst du? Mit Netflix, Amazon Prime, ja. mit diesen Diensten? Ja, ja, auf jeden Fall. Was war denn bei uns? Maxdome war da bei uns das erste, oder? Maxdome ja. Watch Ever. Stimmt, ja. Da war ja Amazon noch gar nicht mit drin. Da richtig. War Netflix, gibt es ja auch erst ein paar Jahre bei uns. Ja. Netflix ja. gibt es ja noch aber gar nicht so lange. Es ist noch gar nicht so lang her mit Videotheken. Und dann gab es ja ziemlich lang auch diese Videotheken, wo es nur die Automaten gab, wo man es dann rausgelassen hat. Hm. Was wuchtelt denn da, Toni? Achso. Ah, Toni hat Besuch. Ja. Seine Mama so. Wahrscheinlich. Ihr habt seine Mama gehört. Ja. Toni, die Katze ruft. Toni, Miracoli ist fertig. Sehr gut. Schneid mal raus. Nö, nee. Ich schneide hier gar nichts. Okay. Ist doch nett. Ist doch eben, wollte gerade sagen. Musst du weg oder was? Oder hast du, nee. Kannst du weiterreden? Weil dann machen wir weiter. Nee, alles gut. Alles klar. Ja, die Videothek und wie sie halt dann dieses Telefon an der Telefonzellen. Yeah. Ich habe letztens erst einen Bericht auch darüber gelesen, dass ganz viele Telefonzellen abgebaut wurden und wir fast keine mehr haben. Mm. Und wie sie das dann so umfunktioniert hat mit diesen Gameboy und diesen Atari-Teilen und so. Also Hammer. Super. Da muss ich ganz mal kurz nochmal einen Einwurf bringen wegen Telefonzellen. Fällt mir ein, bei Umbrella Academy, warum gibt es da keine Handys?
Warum gibt es da Telefonzellen? Kann mir das jemand erklären? Warte mal. Weil das spielt doch eigentlich im Jetzt. Ja. Keine Sau hat ein Handy. Das hast du dauernd gesagt in der Serie, stimmt, ja. Der hatte keiner ein Handy. Es ist ein Paralleluniversum, oder was? Hatte der wirklich keiner? Ja, nein. Ein Paralleluniversum ist es auf jeden Fall. Zumindest im Comic, weil da John F. Kennedy nicht umgebracht wurde. Ja, okay. Aber stimmt, das siehst du ja auch in der einen Szene. Ja, und die benutzen ja wirklich noch die ganze Zeit Telefonzellen. Ja, das stimmt. Ja. Jetzt hab ich euch zum Nachdenken gebracht. Jetzt sind wir von Captain Marvel zu Umbrella Academy gekommen. Ja, top. Aber, über eine Telefonzelle, das war das Portal. Ha. Aber das war auch cool, wie er dann sie da trifft an diese Telefonzelle und sagt, Lasertech-Klamotten an. Ja, ne? Lasertech-Anzug an. Sehr schön. Wo gibt's hier Sachen, wo ich kommunizieren kann? Hier, Radio Shack. Ja, genau. Radio Shack, genau. Radio Shack, musste ich gleich an Mr. Robot denken, komischerweise. Ja, genau. Ja, seltsam, aber war gut gemacht. Ach, ja. Also, und die ganzen Autos, das habe ich zu Nadine während des Films gesagt. Diese ganzen kantigen Automodelle, die sie da wieder ausgegraben haben, mega. Ja, schon. Ja. Aber wisst ihr, was ich auch schön fand? Die Anspielungen an Top Gun. War nicht eigentlich auch am Ende die Szene, wie sie durch diese Canyons fliegen, eigentlich fast genauso wie in Top Gun? Also mich hat das super krass an Top Gun erinnert. Ich glaube, da gab es auch so eine Szene, wo sie durch Canyons fliegen. Jetzt schaut ihr mich alle an, weil ihr zu jung seid. Ich kann mich da nicht. Was heißt zu jung? Hallo? Top Gun ist bei mir ist schon zu lang her. Ich wollte gerade, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich habe den Film vielleicht einmal gesehen. Ich nicht. Ja. Ich auch einmal. Ich glaube, ich habe ihn ein bisschen öfter gesehen. Also für mich hat es gereicht, dass ich weiß, dass Goose eine Anspielung war. Ja, das hat man gelangt. Ja, schon klar. Aber das war ja keine Ahnung. Aber ich könnte es mir schon vorstellen. Wenn sie Goose als Anspielung nehmen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie dann solche Canyon-Flüge als. Also ich musste sofort an Top Gun denken, wo ich die ganzen Düsenjäger, die ganzen Flugzeuge gesehen habe und so. Und dann halt nachher die Szene durch die Canyons und so. Das kann ist schon sein. Sehr angelehnt. Ja. Schön. Ja, was war denn noch toll? Im Großen und Ganzen war es das ja eigentlich schon fast. Ne? Jetzt haben wir schon fast die ganze Handlung durch. Ich meine, gut, dass dann die dieses Projekt Pegasus und die Dr., wie hieß sie? Larsen? Nee, hieß sie Larsen? Marvel. Larsen. Ja, genau, wo sie dann rausstellte, dass sie Marvel ist. Gut, dass das dann noch aufgemacht wurde, das war gut. Und das halt das fand ich auch noch gut, dass er das eingebaut hat. Und ein paar funny Momente gab es schon auch. Also ich fand, es gab ein paar Witze, die haben nicht so gezündet irgendwie. Vielleicht auch im Deutschen einfach nicht. Dass die im OT vielleicht besser gezündet hätten. Aber es waren auch ein paar geile Szenen dabei, gerade dann später im Haus und sowas, wo die sich dann da zu erkennen geben mit dem Wissenschaftler hier und sie haben das Labor gefunden, es ist im Orbit und so und und der dann sagt, Alter, echt jetzt im Orbit, wir suchen ewig, du bist Wissenschaftler, wir finden es nicht. Ne? Also ein paar lustige Dinge waren schon. Der Humor, den fand ich, der war eher so dezent, finde ich. Der war so ein bisschen situationsbedingt auch, wie Sitcom-mäßig. Ja. Aber ja, irgendwie schon. Ja, fand ich gut. Ich fand, es hat richtig gut gepasst. Es hat auch zu der Zeit gepasst. Ja, toll. Apropos zur Zeit gepasst. Die ganze Musik hat zur Zeit gepasst und die Klamotten, Alter. Es war alles, es war alles richtig so gut. Cool. Halt. Einfach mal Nine Inch Nails T-Shirt und Guns Roses T-Shirt. Yeah, super. Voll gefeiert. Top. Und dann halt echt so der Klassiker, zerrissene Jeans, Lederjacke und das Karo-Hemd. Das Hemd rumgehängt und wir halt. Danach noch zu ihr sagt so, nehmen Sie das Hemd ab. Das Hemd kommt weg. Ja, so gut halt einfach. Genau. Und ach, da war noch eine geile Anspielung drin, wie sie sich aus der Zelle da befreit haben mit dem Daumenabdruck, er dann so mit einem Tesa-Kleber und lalala und wie er dann sagt, sie sollten mal sehen, was ich mit einem Büro klammern kann. Das war dann eine MacGyver-Anspielung, oder? Ja. Absolut so, gut. Musste ich so auch direkt gut an MacGyver denken. Absolut, ja. So was ich geil fand, ist, ich habe ich weiß gar nicht, wann es. Ich habe es auf jeden Fall zu irgendjemandem gemeint, so, der Film spielte in den 90ern, also da kommt bestimmt ein Nirvana-Song. Ich habe mich so gefreut, wie dann Come As You Are gekommen ist. Was Come As You Are? Doch, Come As You Are war's. Ja, das war wirklich gut. Das passt ja auch noch zu dem ganzen Setting. Ja, das hat echt gut gepasst. Kann ja nicht anders sein. War echt gut, ja. Also, ich überlege gerade, ob es irgendwas gibt, was mir nicht gefallen hat, aber mir fällt nichts ein. Eigentlich. Nee. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, aber rein optisch,
war dieser, also als sie den Anzug anhatte und dann mit dieser Haube mit dem Iro oben drauf. Ja, das habe ich, total das gibt es irgendwie schon Diskussionen deswegen ein bisschen. Ja. Das bei vielen irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie in den Comics auch so ein Thema war. Zum Schluss hattest du den Helm ja gar nicht mehr auf. Nee. Ja, Gott sei Dank, weil das sah echt doof aus. Ja, weil zum Schluss konnte sie ja auch im Weltraum atmen oder hat keine Atemluft mehr gebraucht, da wo sie dann einfach nur rumgeflogen ist, wie so eine Irre halt. Wie so ein Luftballon, aus dem man die Luft rauslässt. Wahnsinn. Gott, wie die abgegangen ist, ey. Ja. Wahnsinn. Mit diesen Raketen, ey. Ja, Wahnsinn. Er war schon geil. Also der Endkampf war schon gut. Robert Hoffmann hatte ja im Übrigen angesprochen, dass ich die ganzen Effekte, er hat das öfters wiederholt, das Wort, wie hat er das genannt? Kannibalisieren. Das hat er tausendmal gesagt in seinem Video irgendwie. Also jetzt, ne? Kannibalisieren? Die Effekte Cannabisieren. Kanalisieren? Nee, nicht kanalisieren, sondern wie Kannibalen, die essen sich gegenseitig auf. Also ich weiß schon, was er damit meint, dass sich die Effekte gegenseitig aufheben, dass eine Effekt größer wie der nächste wird und sich deswegen aufhebt und die Effekte dadurch nicht mehr so richtig zur Geltung kommen. Okay. Wenn man da mal drüber nachdenkt. Hat er recht. Mir fällt jetzt keine Szene ein, wo das so wäre eben. Also ich fand die Effekte immer alle gut gesetzt einfach. Also ich fand's okay. Ja, vielleicht fällt es auch uns einfach nicht auf, weil wir das Auge nicht haben. Ja, weil wir einfach bescheuerte Endkonsumenten sind halt. Weißt du, das ist wie bei WoW, wenn du die Partikeldichte auf ganz hoch hast und dann in dem 40-Mann-Raid bist und alle machen ihre Zaubereffekte, dann kriegst du irgendwann einen epileptischen Anfall halt. Was ist mit unserem Heiler los? Ja, und er zuckt am anderen Ende einfach rum. Nicht witzig. Ja, Entschuldigung. Nee, aber das ist dann halt auch too much. Vielleicht meint er halt sowas einfach. Ja. Also, das ist dann zu viel. Was ich cool fand, ist, dass der Tesserakt eingebaut wurde. Das hätte ich gar nicht gedacht. Fand ich richtig gut. Ja? Ja. Wolltest du noch was dazu sagen? Es kam so stürmisch. Achso. Ich hab's nur vergessen. Wir sehen uns wieder über Skype und Toni war gerade so stürmisch vor der Kamera. Dachte, jetzt kommt noch eine Schwall. Nee, Schwall, ich hab's nur einfach schon wieder vergessen. Warum auch immer. Was? Bei dem Flirken kam Schwall. Von 2 Stunden im Kino. Ja, ich weiß. Der Flirken, ja. Bei dem Flirken kam auch ein Schwall. Allerdings. So herrlich. Ach ja, genau. Wie fandet ihr die Credit-Szene, die erste? Ich wollte gerade sagen, wir hätten das vor den Spoilern sagen sollen, dass es 2 Post-Credit-Szenen gibt. Wieso vor dem Spoiler? Naja, weil das da... Man hat verdammt nochmal sitzen zu bleiben, man hallo? Man sitzt immer dort. Ey, ja, nee, aber es gibt Idioten, die rausgehen, aber... Ja, sollen sie doch. Gibt's immer. Aber man wusste ja nicht, ob ganz am Ende noch was kommt halt. Und da kam ja noch die Flirken. Das war top. Also ich fand's krass, dass Fury sein Auge halt echt durch den Flirken verloren hat, wegen irgendeinem Bullshit halt. Einfach so... Wo sie das Vieh vors Gesicht hält. Und... was ich halt auch krass finde, ja, der Tesserakt halt einfach, dass der aufgetaucht ist und dass Captain Marvel den halt einfach so anfassen kann, ne? Das ist nämlich nicht ohne. Yeah. Weil, wie wir aus anderen Filmen wissen, kann man den Tesserakt eigentlich nicht so anfassen. Und sie jongliert ihn einfach sagst so. Sagst du ja nicht so, brauchst du noch einen Topflappen? Achso, weil sie wollte ihm ja irgendjemanden genau, die Hand. Deswegen. Genau, brauchst du einen Topflappen? Warum willst du ihn nicht anfassen halt? Und dann kommt der Flirken ins Spiel. Genau, und hat der Flirken ihn gefressen. In seine Taschendimension gesteckt. Das ist so gut, geil, ey. Oder die Szene, wo sie ihm den Mund, den Maulkorb aufsetzen. Und, ja. Und der Fury sagt, er ist doch nicht Hannibal Lecter, halt. Was macht ihr mit ihm? Oh, doch. Ja, er ist nur eine Katze. Ja, ja. Ja. Er ist nur eine Katze, ja. Ja, Flirken, Bedrohung hoch. Ja, genau. Und wir so, hä, was ist eine Katze, verdammt? Ja, es gibt übrigens, den gibt es schon als Funko Pop, ne? Ja, tatsächlich. Aber limitiert. In einem UK-Shop gibt es ihn limitiert. Mit Tentakeln rauskommen. Nee, ganz süß mit großen Augen und flockt sogar. Also sieht sehr gut aus. Ja. Ja. Die Post-Credit-Szenes. Es gibt ja 2 an der Zahl. Genau. Die erste Szene fand ich sehr geil, weil ich dann gerne sofort Endgame gesehen hätte. Ey, die war sowas von stark. Ja, fand ich auch. Vor allem, sie hat sofort eine komplett... eine komplett andere Stimmung in mir erzeugt halt einfach. Ja, ich war übelst bedrückt auf einmal, weil die so verzweifelt waren und nur dieses scheiß Signal hatten. Mhm. Ja, das stimmt, da kam so voll aus der Stimmung so raus, so, oh, Captain Marvel, alles toll. 90er Jahre. Und dann halt so, oh, scheiße, da war ja was. Ja, genau, das ist schon, das war schon...
Das war schon. Das hatte ich so auf den Boden der Tatsachen zurückholen, ja. So richtig. Ja, schon irgendwie. Aber ich fand's cool, dass man hier Captain America gesehen hat, Black Widow und dann hier War Machine noch sagt, hier Leute, das wer ist eigentlich War Machine? Ja, wer ist eigentlich War Machine? Running Gag. Nadines Running Gag, wer ist eigentlich War Machine? dass halt das dann Signal aufgehört hat und sie sagt, ja, dann schalten wir es halt wieder ein, ne? Ja. Und sie dann sagt, ja, ich möchte mal wissen, wer der Empfänger ist, die sich umdreht und dann steht sie schon da und sagt, wo ist Fury? Ja, Und die sieht aber, habt ihr gesehen, wie sie aussah? Sie sah abgekämpft aus, ja, ne? Ja, ihre Haare waren glatt. Ja. Ihre Haare waren glatt, genau. Ja, nee, irgendwie, sie hatte keinen 3-Meter-Taft drin. Dreck im Gesicht irgendwie ein bisschen. Also mir kam es vor, als wäre sie aus irgendeiner Schlacht gekommen oder irgendwas ist passiert. Wahrscheinlich. Ja, irgendwas ist passiert. Ja, ja. Turbulenzen halt, Weltraumturbulenzen. Ja, genau. Ja. Aber hey, jetzt gibt es ja 2 Captains dann. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen vielleicht, wer wird denn jetzt der Anführer der Truppe? Ja, wahrscheinlich sie. Weißt du, das ist jetzt so die Story halt. Ich glaube, das hat auch ein bisschen Konfliktpotenzial. Ja, Civil War 2 incoming. Hier habt ihr es das erste Mal gehört. Ja. Nur ja, bei uns. Vielleicht steht ja auch sie auf den anderen Captain. Aber ich glaube eher nicht, weil die dann eher rivalisieren, glaube ich. Keine Ahnung. Weil es 2 Anführer sind. Ja, warte, bis Tony Stark zurückkommt. Dann hast du hier die High Society am Start. Da bin ich eh gespannt, wie sie ihn finden halt. Weil der schwebt ja da im Weltraum mit. Aber die Ding ist ja auch bei ihm. Die Nebula ist ja auch auf dem Raumschiff. Die sind ja zu zweit dort in dem Endgame-Trailer kommt es immer so rüber, als wäre alleine, ganz alleine auf dem Schiff und so, aber die ist ja auch noch dabei. Die müssen doch irgendwie dieses Schiff wieder zum Fliegen bringen, ey. Ja, wenn es er nicht kann, dann kann es niemand. War die Nebula echt dabei? Ja, das ist die einzige, die mit ihm auf dem Planeten überlebt hat. Nebula und Tony Stark sind die einzigen 2, die dort waren. Die da weggekommen sind. Der Rest hat sie alles in Luft aufgelöst. Tja. Stimmt, ja, klar. Krasser Shit halt einfach. Ja, und die letzte Post-Credit-Scene war dann der Flirken, wie er den Tesseract auf seinen Schreibtisch kotzt. Ja, aber lustig, wie halt alle im Kino irgendwie gleich, als die Katze so auf dem Schreibtisch rumgelaufen ist, so, oh, jetzt kackt er ihm auf dem Schreibtisch. Ja. Aber einige so, oh Gott, jetzt kackt er gleich auf dem Schreibtisch. So also gut, und dann fängt das Würgen an. Und das war so, man kennt es halt einfach. Ja. Wer Katzenbesitzer ist, kennt das. Ja, genau. Ja, das war so wirklich ein bekanntes, ein typisches Katzenwürgen, authentisch. Das ist der Sound, bei dem man normalerweise aufrecht im Bett steht. Ja. So, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Genau, wo man ganz schnell vom Sofa aufspringt oder aus dem Bett. Und weiß, okay, irgendwo kotzt er jetzt. Ja. Ach, mega. War ein schöner Film. War ein schöner Film, kommt ins Heimkino auf jeden Fall. Möchte ich nicht missen in der Sammlung. Ja. Und Ich würde ihn mir auch nochmal anschauen. Also ich bin froh, dass ich den gesehen habe. Also ich bereue nichts. Ja. Es hat halt wirklich das Universum wieder ein Stück erweitert. Das war so wie bei Black Hammer, Dr. Frankenstein. Genau so hat sich das irgendwie angefühlt. Es hat das Ganze einfach schön erweitert. Es hat einen ein bisschen mehr Hintergrund beigebracht, Kontext. Und ja. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dafür ins Kino zu gehen, weil die Effekte waren schon schön auf der großen. Und also was mir zum ersten Mal aufgefallen ist, dass das 3D echt gut war. Also es waren ein paar Effekte, wo man gedacht hat, Ja, das stimmt schon. Wo einem das 3D auch wirklich aufgefallen ist. Ja. Also fand ich schon. Ja. War gut. Ja. Ja, alles in allem, schöner Film. Sind wir schon bei 42 Minuten und ich habe gestern zum Flo gesagt, hä, was wollen wir denn da für ein Special machen? Tja. 10 Minuten irgendwie reden und sagen, dass der Film gut war. Aber jetzt sind wir schon wieder bei 43 Minuten. Ja. Und es war dann doch nur Fanboy-Gequatsche. würde ich so nicht sagen. Also ich muss sagen, also an der Kritik, dass ich halt auch das so sehe, dass halt Brie Larson nicht so aufspielen konnte, wie sie eigentlich könnte, glaube ich. Ist was dran, Da gehe ich auch nicht von runter halt, weil das einfach in diesem Film so ein zweischneidiges Schwert war mit diesen ganzen Akteuren, und ihr die Show gestohlen wurde, ihr da diese Bühne zu geben halt, ne? Also das finde ich schon und das finde ich für mich einen berechtigten Kritikpunkt. Aber ich kann absolut. Aber sonst habe ich tatsächlich, ich habe nichts zum Kritisieren, weil ich weiß ja auch, was ich mich da einlasse. Das ist Popcorn-Kino, das ist keine tiefgründige Monster-Story, die mich da erwartet, obwohl ein paar schöne Szenen dabei waren, die halt zum Nachdenken auch geben konnten und so. Aber ansonsten alles, was man ist eine Comic-Verfilmung. Ja, es ist ein Marvel-Film. Letzten Endes, genau. Ja. Bösewichte, Verfolgungsjagden, sogar eine Zug-Verfolgungsjagd, Zugkampf. Genau, richtig. Alte Oma wird geschlagen, das hat mir gefallen.
Das war das Beste. Nee, also von daher, als Fanboy-Gequatsche würde ich das jetzt nicht abtun, was wir hier gemacht haben. Nee. Ja. Wir haben ja versucht, Kritikpunkte zu finden, aber es gab nicht viele. Nö, für uns, wirklich ein grundsolider Film, wo man einfach nicht sagen kann, dass es wirklich, wirklich schlechte Momente gab. Also von daher wäre der Shitstorm im Voraus sehr unberechtigt. Ja, wirklich wahr. Und vor allem, absolut. Wie wir aber auch schon gesagt haben, er ist jetzt kein Muss halt. Du musst ihn nicht sehen, aber Black Panther muss man auch nicht sehen. Aber wenn man sich das Universum einfach größer machen will, das ist wie Ant-Man. Ant-Man, die Filme musst du auch nicht sehen halt. Ne? Ja. Aber das sind halt alles Filme, die in das Universum gehören und für mich halt ein schönes, großes, die würzen das Ganze halt gut ab. Ne? Mhm. Also von daher. Weil ich echt sagen muss, also ich fand ja Black Panther, ich fand den echt gut. Ich fand den auch stark. Super. Ich fand den auch sehr gut. Schon. Vor allem die Kostüme waren mega, ey. Ey, die Kostüme, die Musik war gut. Ja. Die Bilder einfach. Mhm. Und ich fand den Protagonisten, den Antagonisten, ich fand den, also es war ja kein richtiger Gegenspieler. Richtig. Aber der war wirklich, das ist sowieso ein großartiger Schauspieler. Ja, man muss halt auch sagen, bei Black Panther war es halt eher so ein, also storytechnisch ja eher was Politisches halt, ne? Im eigenen Land halt, in Wakanda und sowas. Ne? Und was ich halt lustig fand damals in der Story, ist halt tatsächlich so die Tatsache gewesen, dass Wakanda eigentlich so das technologisch hochentwickelste Land auf der Erde ist und der Rest eigentlich eher so die dritte Welt ist. Ne? Also dass es eigentlich genau umgekehrt ist, wie es eigentlich bei uns so ist. Und dass sie den Rest der Welt irgendwie so eigentlich als Abschaum sehen. Mhm. Also, ja, Abschaum nicht, aber Abschaum, rückständig. Aber so rückständig halt, wo sie dann eher in der Richtung gehen, dass sie rassistisch gegenüber Bevölkerung gehen. Ja, richtig. Und da ist es egal, was für eine Hautfarbe man hat. Das ist einfach nur, weil sie einfach halt nicht so hoch entwickelt sind. Genau. Das ist halt krass. Tja. Okay. Ja. Ich freue mich. Ich habe so riesen Bock auf Endgame jetzt. Ja. Ist furchtbar. Ich würde am liebsten im April. Sitzen geblieben und hätte mir Endgame jetzt angeguckt. Hätte man tun können, Das haben viele gesagt, auch im Kino. Warum kommt denn jetzt nicht schon gleich Endgame? Und dann so immer krass, dieser Satz: The Avengers will return on Endgame. Captain Marvel will return in Avengers Endgame. Ja, stimmt. Mhm. Stimmt, Captain Marvel. Genauso wie sie bei Ding gemacht haben beim ersten, bei Infinity War. Thanos will return in Endgame. Naja. Mm. Yeah, Thanos. Ja, so. Dann würde ich sagen, das reicht für heute. Ja. Das war unser Special. Gute Länge. Ja, das war unser Special zu Captain Marvel. Wenn ihr Kommentare schreiben wollt, dann könnt ihr das tun. Und zwar unter info@geekyourgeek.tv zum Beispiel oder auf YouTube oder auf Instagram. Auf podcast.de. Genau, Instagram zum Beispiel. Podcast.de, genau. Wir sind ja überall vertreten. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Und vor allem lassen wir auch nochmal ein Dankeschön raus fürs ganze Teilen, wenn ihr unsere Podcasts immer teilt. Oh ja, das ist sehr schön. Mega geile Unterstützung. Absolut. Das macht immer Spaß, das zu sehen. Das lässt unser Nerd-Hörz ein Herz. Schlagen. So. Und bevor ich jetzt noch alles vergatz, sage ich auf Wiedersehen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss und danke.